Hi Leute und herzlich willkommen zu Generation Zero. Unser tentakulärer Papst Ramsey hat sich ein neues Spiel gewünscht. Und nach vielen Adventures und Retro-Spielen kommt jetzt unerwarteterweise Generation Zero. Ein relativ verhältnismäßig neues Spiel, von dem ich nicht sehr viel weiß. Es ist wohl ein Open-World-Survival-Spiel mit großen Robotern, das in einem postapokalyptischen Schweden der 80er Jahre spielt. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem ziemlich interessanten Setting. Ich bin gespannt. Ja, genau. Starten wir einfach mal los. Das Spiel gibt es so als kleine Info, glaube ich, für so gut wie alles. Weiß ich nicht, aber ich glaube überall. Ich spiele es auf der Xbox Series S. Es ist nicht optimiert. Es ist quasi ein Xbox One-Spiel im Grunde. Und ja, genau. Los geht's. Geschlecht. Es ist eigentlich ein Spiel, das sieht alles so ähnlich und komisch aus. Es ist mir fast wurscht. Okay, jetzt wird's spannend. Na, endlich. Es ist ein Spiel, das man allein spielen kann, aber ich glaube, es ist schon auch für den Koop ausgelegt. Da ich in den Tests und Reviews und Kommentaren immer wieder gelesen habe, dass das Spiel für Einzelspieler viel zu schwer ist, starte ich es wirklich auf dem sehr leichten Schwierigkeitsgrad und dann schauen wir mal. Ich mache den adaptiven Schwierigkeitsgrad an, dann kann der das ja ein bisschen feintunen. Okay, die Outfits, jetzt wird's interessant. Weil ehrlich gesagt dachte ich mir gerade hier bei den Gesichtern, da ändert sich so gut wie gar nichts. Der Hautton ist halt, ne, so ein bisschen Hauttonveränderung, aber gut. Aber jetzt hier die Outfits, jetzt wird's spannend. Metalhead, militärisch, rebellisch. Oh yeah, das ist natürlich, ne, für 80er-Jahre-Verhältnisse schon sehr stylisch. Punk wird, Punk ist einfach zeitlos, ne? Kann man immer tragen. Hip-Hop. Ja, auch irgendwie. Halbstark. Beliebt. Streber ist natürlich schon auch ziemlich gut. Also, ich schwanke ganz klar zwischen Metalhead, rebellisch und Punk. Ich nehme eine weibliche Figur. Ich nehme lieber weibliche Figuren. Die sind mir meistens sympathischer. Aber schon allein von der Synchro her. Aber in dem Spiel, glaube ich, gibt es gar keine Synchro. Man sieht die Figur auch so gut wie nie. Deswegen ist es eigentlich wurscht. Hey, ich glaube, wir nehmen rebellisch, oder? Das ist einfach zu geil, das Outfit. Oh nein, jetzt gibt es auch noch verschiedene Stile. Oh Gott. Aber das Spiel macht es einem nicht leicht. Ah ja, Punk mit oder ohne Hose. Jetzt muss ich mir aber hier... Die 80er waren schon wilde Zeiten modisch, ne? Oh Gott, diese Haare, die 80er Jahre Frisuren sind einfach das Beste. Oh Gott. Ich hoffe, das wird nicht wieder modern. Oh, das ist schwer. Ich glaube, das sieht schon fast zu gut aus. Ich glaube, wir müssen das hier nehmen. Das ist gut. So, Schwierigkeitsgrad abenteuerlich. Story, Erkunden, Fokus. Gut. Automatische Schwierigkeitsanpassung machen wir an. Ja, los geht's. Na, ich habe gesagt, los geht's. Irgendwie geht's aber nicht los. Ah, jetzt. Ich habe wahrscheinlich den A-Knopf nicht hart genug gedrückt. Dann spiele ich es nur mit Einladung. Ja, passt schon. Generation Zero. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Schweden einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil es den Krieg überstanden hatte. Allerdings verlor das Land aufgrund seiner neutralen Einstellung zu Hitler einiges an Integrität, da seine mangelnde Bereitschaft es dazu gezwungen hatte, mit diesem Vereinbarungen zu treffen. Um nicht wieder in die gleiche Situation zu geraten, wurde Schwedens neuen Reichtümer in die sogenannte Gesamtverteidigung investiert. Dies bezeichnet die Fähigkeit, die Grenzen abzusichern und gleichzeitig das zivile Leben zu schützen und zu bewahren. In den kommenden Jahren erhöhte Schweden drastisch seine Militärausgaben und bereitete gleichzeitig seine Bevölkerung auf eine zunehmende, unvermeidliche
scheinende Invasion aus dem Osten vor. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, Krieg vorbereitet, sobald die Sirenen ertönen. Und was noch wichtiger war, in jeder Situation jederzeit Widerstand zu bieten. Östertörn, Schweden. Irgendwo in der Ostküste Schweden, 14.1989. Du hast mit... Achso, das kann ich jetzt... Nee, warte, überspringen. Klassenkameraden vor ein paar Tagen Scherengarten verbracht. Was ist denn das? Abgeschnitten von der Welt. Bei der Rückkehr wird das Boot plötzlich am Strand. Explosionen überall. Roboter, alle tot. Keiner weiß, was los ist. So ungefähr, das stand da. So laut, da muss man schon echt schnell lesen, wenn man das laut vorliest, so Texte, ne? Im Kampf. Unterschlupf freigeschaltet. 100 Erfahrungspunkte. Lampe. Wasser. Wiese. Boot. Also, in dem Text stand gerade noch was von ich und meine Freunde. Jetzt bin ich nur noch ganz alleine. Aber ich schätze, das liegt daran, dass das halt doch eigentlich auf Multiplayer ausgelegt ist, das Spiel. Ich hoffe, dass wir das alleine jetzt gut spielen können. Gucken wir mal. Da blinkt was im Haus. Itervik. Ich glaube, das ist so ein... Wenn das so ein Survival-Spiel ist, wie ich gelesen habe, sollten wir uns gut umsehen. Ich glaube, Looten ist hier quasi elementar. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ha, hier ist gar nichts zum Looten. Na gut. Dann gehen wir erstmal in das blinkende Tutorial-Haus. Denn wahrscheinlich ist es genau das. Heb die Taschenlampe auf. Das ist gar keine Taschenlampe. Besucht das Haus nach etwas Nützlichem. Ach so, aber hatte ich nicht irgendwie schon die ganze Zeit eine Taschenlampe? Seltsam. Okay, kaputter Roboter. Das, ne, hier ist die Lichtstimmung schon gut. Macht wohl doch seine Taschenlampe fast kaputt. Wie schön der mit seinem toten, roten, blinkenden Licht die Pistole beleuchtet, ne? Das ist schön gemacht, finde ich. Nett. This is nice. Sodala. Tisch umgefallen. Hier hat jemand mit... Ist das... Ach, das sind Öl. Ich dachte, das sind Einschusslöcher. Weil mit der Pistole... da schießt man schon ein paar Magazine auf den Roboter, damit hinter dem so viele Einschusslöcher entstehen. Ich glaube, das ist Öl. Aber hier ist auch Blut, ne? Ja, Kater. Ich weiß nicht, ob ihr das Miauen immer hören könnt. Ich kommentiere manchmal das Katzenmiauen. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das hört oder ob das rausgefiltert wird vom Noise Gate. Noise. Lesen auf Y. Mats. Was haben wir hier? Bengts handschriftliche Notiz. Mats. Wir haben versucht, dich zu Hause anzurufen, aber du bist wahrscheinlich zur Station geeilt. Okay. Solange du den Bereitschafts... sobald du den... Nee, doch, ja. Sobald du den Bereitschaftsalarm gehört hast. Kater, bitte, du musst mal kurz weggehen. du hast wahrscheinlich bereits genug am Hals. Aber wenn du das hier liest, mach dir keine Sorgen um Mama und mich. Uns geht es gut. Wir werden rüber ins Dorf fahren und dort in Ruhe abwarten. Sei vorsichtig, Mama und Papa. Als deine Gruppe... hier können wir den Text nochmal in langsam lesen. Als deine Gruppe einen Wochenendausflug auf einer Insel wieder in Idoholmen, da sind wir jetzt, wird euch sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Etwas hat euer Boot zerstört und ihr habt es nur mit letzter Kraft an Land geschafft. Und damit meinen die mich. Nur ausschließlich mich. Alle anderen sind tot. Oder woanders. Das Ding, was auch immer es war, scheint weitergeflogen zu sein. Aber der Ort wirkt verlassen und unheimlich. Vielleicht verstecken sich die Leute in den nahegelegenen Gebäuden, die ihr ein bisschen mehr darüber verraten könnte, was geschehen ist. Also uns ein bisschen mehr darüber erzählen könnte, verraten. So, was haben wir hier? Medkits.
Morgendämmerung, durchsuche das Haus. Ach so, ja. Oh oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Aber glänzendes Blut hat der. Ich glaube, der war eine Fairy oder so. Wie ist das? Ich glaube, bei... Was ist denn das? Ein Notfallsignal. Ist das nicht irgendwie so, dass bei... Wie heißt diese Vampir... Vampir-Love-Story-Geschichte, die alle hassen, aus irgendeinem komischen Grund? Twilight! Ist es da nicht so, dass Vampire irgendwie blutig glänzen? Nee, die glänzen, wenn die in die Sonne gehen, glänzen sie so ein bisschen. Und deswegen dürfen die am Tag nicht rausgehen oder so. Weil sonst glänzen sie. Das ist ein bisschen dämlich, das muss man schon sagen. So, da. Inventar. Hier habe ich jetzt meine Pistole. Aber wo ist mein Baseballschläger, den ich gerade aufgehoben habe? Ich wollte den nämlich gerade ausrüsten, weil die Pistole hat eh keine Munition. Hä? Jetzt ist alles weg. Okay. Gegenstand ablegen, einen Platz zuweisen. Aber ich habe momentan anscheinend nur einen Platz. Das ist eine schnelle, das mag ich. Das ist eine schnelle Nahkampfwaffe. Das gefällt mir wirklich. Ein kleiner Spinnenbot. Weil in vielen Spielen sind Nahkampfwaffen so ein bisschen träge und langsam. Was voll realistisch ist, weil man muss ja erst ausholen und so. Hier sieht es auch nicht so realistisch aus und so. Aber ich finde es viel besser. Schade, Glas geht nicht kaputt. Das ist schon mal keine simulierte Physik an den Möbeln. Das gibt Abzug in der B-Note. So, noch eine Notfallfackel. Was mache ich denn damit, wenn keine anderen Menschen leben? Oh! Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe im Vorfeld schon gelesen, dass das Spiel zu Release quasi unspielbar verbuggt war. Plünderer. Die haben wohl scheinbar sehr viel gefixt, aber so kleine Bugs wie das eben, dass die Fackel mit der Pistole verschmilzt, ist scheinbar noch irgendwie normal oder so. Naja. Ich glaube, damit können wir leben, wenn es weiter nichts ist. Hallo, ich komme jetzt hoch. Also falls hier irgendjemand noch ist. Ich bin ein Mensch, kein Roboter. Ich mache mal das Licht an. Oh, das war schon an. Immer diese Energiesparlampen. Oh, die 2000er haben angerufen und wollen ihren Witz zurück. Energiesparlampen wurden halt wirklich irgendwie gesetzlich vorgeschrieben, als die technologisch eigentlich echt noch nicht so weit waren. Aber mittlerweile sind die halt einfach perfekt. Daher die Witze damals. Zivilschutzbroschüre, wenn der Krieg kommt. Om kriget kommer. Ist schon toll, oder? So schwedisch. Das ist irgendwie, das klingt alles so nett immer. Om kriget kommer, da freut man sich gleich. Wenn jemand kommt und sagt, hey, om kriget kommer, dann ist man gleich so, ah, klingt das sympathisch. Und in Wirklichkeit sagt er, wenn der Krieg kommt. Om kriget kommer. Ich finde es schön. Mal schauen, ob wir das, was da hinten drauf steht, auch im Text finden. Oder Beretskampslarm. Ist das irgendwas mit Alarm? Beretskampslarm, weiß ich nicht. Flyglarm ist wahrscheinlich im Flugalarm, Flugzeugalarm oder irgendwie sowas, oder? Schauen wir mal, ob das irgendwo in dem Text da steht, danach. Wichtig Meddelande, irgendwas mit wichtigen Meldungen wahrscheinlich. Fahren über. Die Überfahrt? Schauen wir mal, ob das... Ich kann quasi schon fast fließend Schwedisch. Mal schauen. Vorder- und Rückseite der 1983er Ausgabe der Zivilschutzbroschüre, wenn der Krieg kommt. Gute Nacht. Also, Zivilschutzbroschüre um Kriget kommer. Während des Kalten Krieges hat die schwedische Regierung im Rahmen des Totalförsvar-Programms, totale Verteidigung, eine öffentliche Informationsbroschüre herausgegeben,
und an jeder einzelnen Haushalt in Schweden verteilt. Die Bekanntmachung enthielt Anweisungen, wie Zivilisten im Falle einer großen nationalen Krise, insbesondere eine Invasion durch eine fremde Macht oder ein Atomkrieg, handeln sollen. Zur Zeit der späten 80er Jahre war jedem Bürger bewusst, dass Hessa Fredrik, der Spitzname für die schwedische zivile Verteidigungssirene. Ach, ist das nicht schön, dass sogar die zivile Verteidigungssirene den Namen hat. Hessa Fredrik. Der heiße Frederik. Zu jeder Zeit aufheulen konnte und wusste, wo sich der nächste Schutzraum befand und welche Besitztümer er mitnehmen sollte. Auf der Rückseite des Dokuments befindet sich eine Zusammenfassung der vier Arten von Warnsignalen und wie man diese erkennt. Der Bereitschaftsalarm ist der Beredskapsalarm. Na gut, 30 Sekunden Sirentöne von 15-sekündigen Pausen unterbrochen, die bei drohender Gefahr oder Krieg eingesetzt werden. Der Fliegeralarm, ja, der Fliegalarm. Haben wir richtig übersetzt. Kurze Tonsignale, blablabla. Oder ist das wichtig für uns? Könnte schon sein. Vielleicht funktioniert die Sirene noch und informiert mich über Gegnertypen oder so. Wer weiß. Kurze Signaltöne für einen Zeitraum von einer Minute wird verwendet, wenn das Land aus der Luft angegriffen wird. Jeder muss sofort in einen Schutzraum. Wichtige öffentliche Bekanntgabe. Wichtige Meldelande. Ja, gar nicht so schlecht mit meiner wichtigen Meldung. 6 bis 7 Sekunden andauernde Sirentöne von 12 bis 14 Sekunden lang Pausen unterbrochen. Der Alarm wird verwendet, um alle Personen aufzufordern, das Radio einzuschalten, um die von den Behörden bereitgestellten Informationen zu hören. Gefahr vorbei. Fahren over. Ah ja, das habe ich irgendwie eh als Überfahrt übersetzt, ne? Dabei fahren over, Gefahr vorbei, hätte man schon irgendwie ergründen können. Hätte man rausfinden können. 30 Sekunden lange, sehr, Gefahr vorbei. Okay, danke. Mein Gott, haben wir viel Zeit mit diesem Zettel verbracht. Wenn alle Zettel so interessant sind in dem Spiel, dann kommen wir nicht zu viel. Außer Zettel lesen. Habe ich gerade ein Geräusch gehört? Jetzt habe ich Angst. Okay, kein Embryo im Waschbecken, der schreit. Ja, seit PT muss ich in Videospiel-Badezimmer immer daran denken. Hier Badewannen, ist ein Zombie drin, wenn man den Stöpsel rauszieht. Danke Resident Evil. Waschbecken, ist ein blutiger, schreiender Embryo drin. Danke PT. Das sind jetzt... Oh, Blutspur an der Tür. Das sind meine Videospieltrauma. Ich habe mittlerweile vor Badezimmern im Videospiel mehr Angst als vor Kellern. So weit ist es schon gekommen. Gib das Fernglas auf. Moment mal, du bist kein Fernglas. Du bist eine Adrenalinspritze. So, und ein Fernglas. Das ist doch ein guter Aussichtspunkt, oder? Da steht jetzt, ich soll zum Polizeiauto gehen, aber hier wären noch ein paar Häuser und Hütten, die wir uns anschauen könnten. Und ich glaube, das mache ich auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Inventar. Bleibt eigentlich, während ich hier bin, die Zeit stehen? Weil ich weiß schon, dass es theoretisch ein Multiplayer-Spiel ist. Aber ich hasse das. Ich hasse das so, wenn ich nicht pausieren kann. Ich kann es euch überhaupt nicht sagen. Und ich befürchte fast dadurch, dass sich die Sirenen weiterdrehen, dass ich nicht pausieren kann, das Spiel. Und damit hasse ich das schon mal. Ah, liebe Multiplayer-Spiele, die man auch allein spielen kann. Lass mich doch, wenn ich allein spiele, auf Pause drücken. Verdammt nochmal. Ich meine, ich verstehe das bei manchen Spielen wie Dark Souls oder so Horrorspiele, die wollen quasi, dass die Spannung aufrechterhalten bleibt und so. Aber auch da nervt es mich einfach. Lass mich doch pausieren. Wenn es an der Tür klingelt, gehe ich an die Tür. Ich würde ungern deswegen sterben. Das nervt einfach nur. Einfach nur nervig. So, ich wollte eigentlich das Fernglas ausrüsten. Aber dann musste ich über die fehlende Pausefunktion ranten. Ah, okay, ich habe das jetzt irgendwo zugewiesen.
Was machen denn die Items kurz? Was machen die Notfall? Ein Notfallsignal für den Straßenverkehr. Die Maschinen als Ziel ansehen. Ah ja, lockt quasi Maschinen an. Ich mache das auch mal auf so eine Schnellauswahltaste. Adrenalinspritze. Bewusstlosen Spieler wiederbeleben. Nicht anlegbar. Okay, gut. Erste-Hilfe-Kit. Das sollten wir auch. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das ausrüste. Ah, mit den Pfeiltasten. Das ist gut. So, Fernglas. Immer diese Ferngläser mit ihren verschiedenen Zoom-Stufen. Ich hatte noch nie ein Fernglas mit so verschiedenen Zoom-Stufen, die man einfach so umstellen kann. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist aber auch wirklich ein ziemliches Smart-Fernglas. Das merkt, wenn jemand durchguckt und zoomt dann dran. Okay, da hat ein Polizist einen Roboter überfahren. Armer Roboter. Ich hoffe, der war versichert. Also einer von beiden. Ich bin mir sicher, in Schweden sind alle gut versichert. So, wie kriege ich jetzt meine Waffe wieder? Das ist jetzt die Frage. Ah, Y. Okay. Von mir aus. Wir haben immer noch keine Munition, oder? Wie kriege ich denn... Kann ich nicht irgendwie meine... Das gibt's doch nicht. Ich muss doch irgendwo meinen Baseballschläger auf eine Schnellauswahltaste legen können. Aber scheinbar nicht oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Ist wirklich komisch. Kriegt man hier wirklich eine Pistole, aber keine Munition? Das ist aber schon gemein. Aber ich glaube, hier habe ich mich fertig umgesehen, oder? Ich gehe lieber nochmal durch. In so Survival-Spielen darf man nichts verkommen lassen. Nichts liegen lassen. War ich oben wirklich in jedem Raum, bevor ich vom Balkon gesprungen bin? Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren überall. Auch im gruseligen Badezimmer, das gar nicht so gruselig ist. Na gut, okay. Muss ich nochmal kurz was schauen. Ne, es war nur die Türklinke. Okay, gut. Weiter geht's. Dann schauen wir uns mal das kleine blaue Häuschen da an. Oh, da unten ist noch... Was ist denn das? Ein Bootshaus? Ne, ein Steghaus. Gehen wir ins Steghaus. Im Endeffekt ist die Story quasi, dass Schweden sein ganzes Militär zu Verteidigungsgründen automatisiert hat und jetzt sind die durchgedreht und greifen Zivilisten an und töten alle Menschen, oder wie? Ist mal was anderes. Finde ich nett. Hä? Was denn jetzt? Da steht angeblich, da ist ein Öffnensignal, aber ich kann nichts öffnen. Hier geht's. Ein Rucksack mit Leuchtsignal. Yes! Die Motorhaube geht nicht auf. Ah, ich bin eingeklemmt zwischen Zaun und Tür. Ah, puh. Was ist denn das? Feuerwerkskörper. Sternstoff. Schon allein deswegen ist das Spiel jetzt schon toll. Hören nämlich jetzt den Motorblock mit oder wie? Ah ja, tatsächlich. Ein bisschen Stahl. Einfach so, weiß ich nicht genau, was das ist. Reiß ich mal raus und nehme es mit. Naja, warum nicht? Hat wahrscheinlich ein Crafting-System, so wie es aussieht. Kann das sein, dass das so ein bisschen nicht Left 4 Dead, sondern Dead Island. Dead Island nur mit Roboter statt Zombies ist. So wirkt es gerade ein bisschen. Bis jetzt ein bisschen weniger actionlastig, aber mal schauen. Aber ich glaube, so in der Richtung könnte das schon hinkommen, glaube ich. Mal schauen, ich mochte Dead Island. Oh Gott, das ist, glaube ich, indiziert in Deutschland, oder? Ich habe nichts gesagt. Nein, warte. War es, glaube ich, ursprünglich, aber ist es jetzt nicht mehr mittlerweile. Insofern darf ich, glaube ich, drüber reden. Ah, das ist schwierig. Woher sollte man denn immer wissen, was immer alles indiziert mal war und nicht? Mensch, das ist eine Unverschämtheit. Und das vor allem, wenn ich jetzt hier sitze und sage, das ist ein bisschen wie Spiel XY, dass mir das dann gleich als Werbung quasi angerechnet werden kann und wahrscheinlich auch würde. Ist einfach unfair. Was soll denn das? Natürlich ist irgendwie alles Werbung, aber was, what? Ernsthaft?
Oder? Das, ich sehe das problematisch. Naja, es gab so ein Zombie-Spiel, dessen Name ich hier nicht nennen will, vorsichtshalber, aber ich habe es schon getan. Über eine Insel. Mit Zombies überall auf einer Insel, in First Person. Hauptsächlich, oder zumindest starker Fokus auch auf Nahkampf, Survival. Das war ganz cool. Zum Glück wird heute eigentlich nichts mehr indiziert, oder? Nur noch wirklich, also mittlerweile sind Videospiele da angekommen, dass Indizierungen nur noch aus gutem Grund passieren. Aus für mich auch nachvollziehbaren Gründen. Andererseits denke ich mir halt, Jugendschutz finde ich wirklich wichtig und den sollte man auch ernster nehmen, finde ich. Aber Sachen indizieren wegen Jugendschutz finde ich dann immer ein bisschen doof. Vor allem habe ich zumindest in meiner Jugend gemerkt und ich denke mal, das wird bei modernen Jugendlichen nicht anders sein, dass Spiele interessant werden, wenn sie verboten sind. Wir haben so viel Schrott gespielt. Wirklich Schrott, den wir wahrscheinlich nicht mal mit der Arschbacke angeguckt hätten normalerweise. Oh, da hinten läuft ein Roboter rum. Shit. Nur weil die indiziert waren. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, oder? Da sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, wenn man so Jugendschutzmaßnahmen... Kann ich irgendwie schleichen? Ich mache... Ah ja, okay. Sowas hat halt wahrscheinlich meistens eher erfahrungsgemäß zumindest. Vielleicht war ich da auch nur in so einer Clique drin, ne? Die... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber alles, was indiziert war, war in aller Munde und wurde rumgereicht wie sonst noch was. Wirklich der größte Schmarrn teilweise. Wir waren halt kleine Edgelords damals. Zum Glück war damals das Internet noch nicht verbreitet. Ich glaube, ich würde mich heute so dafür schämen, was für ein Edgelord ich gewesen wäre. Und ich glaube, die ganzen kleinen Edgelords da draußen werden sich in 10, 20 Jahren so schämen dafür, was die im Internet posten. Aber das glauben die jetzt noch nicht. Aber wenn es dann soweit ist, das sind die Momente, wo man nachts im Bett liegt und dann fällt einem irgendwas wieder ein und dann denkt man sich so, oh Gott, nein, nein, Hirn, warum kommst du jetzt mit dieser Erinnerung daher? Ich muss schlafen und mich nicht schämen vor mir selbst. Kennt ihr das? Oder bin das nur ich? Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die auch in ihrer Jugend schon sehr vernünftig waren und sehr reif waren. Die haben wahrscheinlich weniger von diesen, oh Gott, war ich damals wirklich so blöd, Momenten, wie ich sie oft habe. Aber hey, alles Teil der Persönlichkeitsbildung. Dafür bin ich jetzt der coolste Mensch im Universum geworden. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aufgepasst, was ich loote. Es liegt so viel Loot rum. Das ist immer ein bisschen ein Problem in so Loot-Spielen für mich. Eigentlich immer, wirklich. Ich weiß oft gar nicht, was ich eigentlich genau alles aufhebe, weil das wird dann so ein Automatismus. Hier aufmachen, looten, alles nehmen, weiter. Aber scheinbar haben wir Pistolenmunition. Und ich glaube, da ist ein Gegner. Ein Robo-Gegner. Ich nenne ihn Robinski. Robinski Krause. Robinski Krause! Stirb! Ist er tot? Ich glaube, Robinski ist tot. Tut mir leid, Robinski. Ist nichts Persönliches. Aber du hast wahrscheinlich meine Familie getötet. Insofern ist es schon ein bisschen was Persönliches. Aber ich meine, du bist nur ein Roboter. Für dich ist es wahrscheinlich nichts Persönliches. Also ich schätze mal, auch in dieser 80er-Jahre-Robopunk-Welt ist die KI wahrscheinlich noch nicht so weit fortgeschritten, dass du persönlichen Groll hegen kannst, lieber Robofreund. Die Roboter, wenn ich das richtig verstanden habe, das finde ich übrigens ein cooles Feature, werden übrigens alle, die haben alle ihren festen Punkt in der Welt und das Spiel vergisst die nicht. Die spawnen nicht zufällig oder so,
So habe ich das zumindest verstanden. Die spawnen nicht zufällig und haben auch nicht irgendwie, ne, weiß ich nicht, irgendwie getriggerte Szenen, sondern die existieren alle einfach wirklich einmalig, alle miteinander, jeder einzelne Roboter. Und wenn ich auf einen schieße und dann weglaufe oder so, jemanden verletze oder die Waffe kaputt mache, dann merkt sich das Spiel das. Das vergisst das nicht. Und wenn ich in 100 Jahren wiederkomme, ist da immer noch der gleiche Roboter mit den gleichen Wunden und so weiter. That escalated quickly. Das hat mal nicht funktioniert, oder? Ah doch. Jetzt greift er, glaube ich, das Ding an. Jetzt greift er mich an. Da hat das schwedische Militär aber ganz schöne Schrottmühlen gebaut. Dass die so einfach kaputt gehen. Dreimal mit der Pistole draufschießen und währenddessen verschießt das Ding irgendwie 100 Schuss Munition einfach so ins Nix. It's not very effective. Ein Walkman. Von Freestyle. Das sind die besten Walkmans. Habe ich eigentlich sowas wie eine Karte? Oh, wow, okay. Unterschlupf. Unterschlupf. Das sind die Sachen, die ich mir schon angeguckt habe. Aber das habe ich mir auch angeguckt, ne? Und jetzt soll ich hier hin. Ja gut, ich sehe schon, das ist alles ein bisschen weitläufiger und größer. Weil ich habe mir gedacht, man könnte ja ein bisschen die alternativen Wege hier lang gehen. Aber das sind teilweise sehr lange Straßen zu einzelnen kleinen Häusern. Deswegen bleibe ich jetzt mal, folgen wir mal oben dem Hauptmarker, dem Spielziel. Da werden wir schon rumkommen. Und wenn auf dem Weg ein paar Häuser oder Sachen sind wie das da, das Auto oder was das ist, gucken wir uns das mal an. Der wippt in dem Takt. Dum, dum. Du, 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 dum. Da, da, da. Okay. Was haben wir denn hier? Munition. Hohlspitz. Textilien. Nicht Hohlspitz. Autobatterie. Bin schon gespannt, was man alles craften kann. Ein Brief mit der Adresse des Jägers. Jemand hat in einer sehr stilvollen Handschrift Folgendes auf den Umschlag geschrieben. Kurt Algren Björknas Ibeholmen. Auf dem Brief drin steht Kurt. Es gibt nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, in Stockholm zu leben, so weit weg von dir. Das war nicht das Richtige für mich, nehme ich an. Ich werde an einem der kommenden Wochenende zu Besuch kommen. Lass uns bald wieder zusammen jagen gehen, okay? Ich glaube, ich habe mich ein wenig für die Jagd erwärmen können. Annie. Brief. Brief gefunden. Neue Mission. Ah, die Adresse des Jägers. Ein Brief, Jäger, oh ja, da könnten wir natürlich, ich verstehe schon, das ist natürlich gar nicht blöd, weil da könnten wir eventuell, eine gute Waffe finden im Haus des Jägers. Das wäre hier jetzt, der Jäger. Aber jetzt sind wir so nah an der Hauptmission, gehen wir erstmal dahin. Und dann könnten wir wahrscheinlich, oder? Ich bin mir nicht sicher, ist nur der... Nee, ich weiß nicht, was der gestrichelte Bereich ist. Wald wahrscheinlich, oder? Aber theoretisch könnten wir dann hier vom Zufluchtsort auch direkt zum Haus des Jägers und eine Runde über die Insel drehen oder so. Dann kommen wir hier wieder raus. Und dann wäre das zumindest abgegrast. Man sieht ja die Häuser anscheinend recht schön. Joa, weiß ich nicht. Könnte man machen. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Huiuiui. Was ist denn das? Da wird's wild. Naja.
Hello. Erforsche die Kirche. Ja, gleich, aber ich muss hier erstmal die Garagen. Oh, die kann man nicht öffnen. Die haben auch keine Türen. Das ist ja doof. Dann sind ja einfach drei komplett nutzlose Gebäude, oder wie? Wenn es eh schon so wenig Gebäude gibt, sollten doch die paar, die es gibt, wenigstens einen Sinn haben, oder? Das finde ich ja komisch jetzt. Aber gut, okay. Meinetwegen. Oh oh, ich glaube, ich werde gerade von irgendwas gesehen. Aber ich sehe nichts. Da unten sind einige Hündchen. Aber boah, viele. Zum Glück sind wir einer dieser jugendlichen Schweden aus den 80ern, die super gut mit Waffen umgehen können. Man kennt sie. Mein Gott, der ist gerade auf mich zugelaufen. Oh oh, das war es noch nicht. Irgendwo ist hier noch jemand, aber gerade nicht. Zum Glück haben die eine echt schlechte KI, die Gegner. Also ich meine jetzt nicht eine Videospiel-KI, sondern ich meine damit wirklich eine Story-KI. Also die Roboter in dieser Welt haben eine schlechte KI. Die Videospiel-KI kann ich noch nicht beurteilen. Warum haben die Roboter Medkits dabei? Naja, ich meine, gut, wenn die so als Support für menschliche Soldaten auch gedacht waren oder so, vielleicht. Warum nicht? Wen haben wir denn da? Da ist aber einer explodiert. Kablammo, meine blechernen Freunde. Stahl haben wir bekommen. Ein Friedhof. Bis jetzt gibt es ein bisschen wenig zu entdecken. Ich hoffe, das wird noch anders. Ich finde das immer gutes Game Design, wenn man wirklich fürs Erkunden belohnt wird, gerade in solchen Spielen. Da sollte am besten wirklich in jedem Raum, in jeder kleinen Hütte irgendwas zu finden sein. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Oh, Kaffeekränzchen. Warum auch immer. Punkhosen. Ah, man findet also auch Customizables. Also einfach nur optische Kleidung. Cool, cool. Können wir die coolen 80er-Jahre-Styles vom Anfang kombinieren. Markus, om du ser data, wir haget til Stenhaga föret Hamad Andersens. Vi hoppas du redan möta oss, dar men vi kunde inte venter längre. So ein bisschen versteht man das schon, ne? Gerade wenn man es liest, finde ich, kann man da schon ein bisschen was. Die sind anscheinend zu den Andersens rübergegangen. Und hoffen, dass er auch dahin kommt quasi. Aber lesen wir es mal auf Deutsch. Ist doch ein bisschen leichter. Hinweis auf Aufenthaltsort der alten Betten. Markus, falls du dies liest, wir haben beschlossen, nach Stenghaga zu gehen und uns dort mit den Andersons zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettern in der Kirche versteckt. Dort, wo du die alte Betan, ist das ein Gewehr oder sowas? So wie der. Ich dachte erst, das ist eine alte Frau.
Ich habe die alte Bettin in der Kirche versteckt und habe mir erst so gedacht, aha, okay, war die zu alt, um mitzukommen oder so. Jetzt hat er sie irgendwo in dem Raum mit Essen hingesetzt oder so. Aber nee, ich glaube schon langsam, das ist ein Gewehr oder irgendein Gegenstand. Dort, wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst, erinnerst du dich? Sie ist geladen. Na, vielleicht geht's doch um eine alte Frau, also sei vorsichtig. Ich meine, ich wäre auch geladen, wenn mich irgendjemand irgendwo in eine Kirche setzt und sagt, so, wir gehen jetzt zu den Andersons, bleib du mal hier und lass dich nicht von Robotern fressen. Genauso wie ich es dir beigebracht habe, okay, Papa? Papa. So, wo hat sich der immer als Kind versteckt? Ach so, das ist jetzt mein Lager. Da habe ich... Das verstehe ich jetzt nicht. Da ist alles drin, was ich... auch... schon habe, oder so. Ein Baseballschläger, ein Fernglas. Oder wie... Tja, keine Ahnung. Welche Munition verschießt diese Pistole hier? Die Möller PP. Das ist jetzt die Frage. Ah, hier. Die Punkt 32 Munition. Habe ich irgendwo Punkt... Hier habe ich Punkt 32 Vollmantel Munition. Vollmantel. Mit Vollmilch wahrscheinlich oder so. Schoko umhüllt. So, suchen wir mal die alte Oma. Jetzt habe ich ein Radio. Kann ich mit dem Radio irgendwas machen oder ist das ein Crafting-Gegenstand? Ah ja, jetzt gucken wir mal hier ein bisschen durch. Also Karte, okay, Inventar, ja. Ein lautes Kofferradio, das die Aufmerksamkeit von Maschinen in der Nähe auf sich zieht. Ich verstehe. Eine Autobatterie, die... einen elektromagnetischen Puls. Das sind im Grunde Granaten, was ich hier habe. Die rüste ich mal aus. Ich finde diese Notfallfackeln nämlich ziemlich dämlich. Wahrscheinlich später, wenn mal wirklich starke Monster-Roboter kommen, wahrscheinlich sinnvoll, um die abzulenken und vorbeizuschleichen. Hier habe ich eine Erste-Hilfe-Pistole. Das perfekte Tötungs- und Heilungsgerät in einem. Brillant. Manchmal passiert das beim Looten. Aber essen und trinken muss man nicht. Es ist jetzt nicht so ein Survival-Spiel anscheinend. Eigentlich fast schade. Aber andererseits ist Essen und Trinken oft auch, wird schnell einfach nur nervig. Handschuhe. Strick-Punk-Handschuhe. Strang-Punk. Ob ich hier in der Kirche auch die Punk-Klamotten finden würde, wenn ich selber schon von Anfang an Punk-Outfit gewählt hätte? Fertigkeiten. Es gibt ein Erfahrungspunktesystem anscheinend. Sehr schön. Visiertempo, Nachladetempo, Wurfpräzision, Wurfdistanz, Ausdauer. Alles langweilig. Markierinfos. Vergrößert die Informationsmenge, wenn ein Gegner durch das Fernglas aufgespürt wird. Ach was. Erhöht den Basiswiderstand gegen Gas. Oje, oje, das klingt ja ernst. Das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Lock, Hauptmission, Nebenmission, Sammel, Bammel. Pläne, so, so. Haben wir noch gar keinen. Kopf, keine Haare. Das ist nur eine Perücke, die wir da aufhaben anscheinend. Keine Brille, Brille. Kriegsbemalung. Naja, von mir aus. Das ist auch so. Oh, wir werden hier voll... Das ist super. Wir werden von Teenager... rebellischer Teenager mit Hardcore Overlord... Mensch, Jacke. Kommt irgendwie zurück in die Stadt und wird dann zum 80er Jahre Actionhelden. So machen wir das. Nee, zu dem Outfit brauchen wir die zerrissene Punkhose. Wir machen es jetzt schon langsam hier zum Snake Plissken.
Oder wie hieß der aus Terminator? Kylo Ren oder so ähnlich. Kyle. Ich glaube einfach nur Kyle irgendwas, ne? Und wie sie alle heißen, die 80er-Jahre-Helden. All die schwarzen Neggers. Außer wenn er gerade den Bösen spielt. Was er, glaube ich, nur in Terminator macht, oder? Und auch nur im ersten. Die auf dem Whiteboard hinterlassene Nachricht lautet, wir sind alle zum Bauernhof. Ich weiß nicht, woher ich das alle habe. Mein Hirn macht komische Sachen manchmal. Wir sind zum Bauernhof Stenghag gegangen. Das sind doch auch die Andersons, oder? Um uns mit den Andersons zu treffen. Ach ja, genau. Geh dorthin, Johnny. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Was ist das? Ist das eine Crafting-Station? Eine Recycling-Station? Hä? Kann ich da jetzt Sachen, die ich nicht mehr brauche, zerlegen? Ich zerlege mal zum Beispiel... Weiß ich jetzt nicht. Was ist denn, wenn ich den Klebstoff... Alle Ressourcen lagern? Okay... Und wie zerlege ich eigentlich Sachen, wenn ich jetzt wollte? Benötigt 5. Ach so, okay, man braucht immer eine gewisse Menge. Oh ja, stimmt, ich habe hier ein Zielfernrohr. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht auf meine Pistole bauen, schätze ich mal. Und außerdem wüsste ich auch gar nicht, wie. Hä? Habe ich jetzt meine Pistole abgelegt? Ich finde die Steuerung von dem Spiel manchmal ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Na gut, okay. Kann ich den Baseballschläger recyceln? Ich habe 2. Habe ich jetzt beide recycelt? Nee, einen habe ich noch. Gut. Dafür haben wir jetzt Klebstoff oder so bekommen. Komisch. Was haben wir hier? Ein Magazin über Lederjacken. Was, eine kugelfeste Jacke? Kann ich die jetzt herstellen? Oder wie? Hä? Nee. Aha, die Turnschuhe erhöhen den Fallwiderstand ein bisschen. Und die Punkhose den Feuerwiderstand. Okay, vielleicht muss ich doch die Punkhose anziehen. Vielleicht ist es doch nicht nur kosmetisch. Ah ja, Feuerwiderstand 1, na dann. Wenn das so ist, dann ziehen wir natürlich schon an, was besser ist. Schade, die Haare geben keinen Kopfschutz. Komisch eigentlich, so ein bisschen. Würden die schon schützen, glaube ich, so ein bisschen. Stoßschaden. Okay, die Strickhandschuhe, die haben keinen Wert. Aber ich dachte, ich habe gerade irgendwas gefunden von wegen Rezept oder Magazin für irgendeine Jacke. Muss ich das erst lernen? Oder so. Wenn dann bei Lok wahrscheinlich. Hier doch. Kleidung. Ja, Stoßwiderstand 1%. Kann ich eh nicht herstellen. Ist egal. Aber hätte eigentlich das Rezept. Aber wenn ich hier auf die Fliegerjacke gehe. Ach doch, dann wird es mir erst angezeigt. Ach so. T-Shirt Pink. Plus 1% Sichtbarkeitsreduktion. Wirklich? Ich bin weniger auffällig wegen meinem pinken T-Shirt. Ist das jetzt schon so? Aber da muss man sich echt erst ein bisschen durchgucken hier alles. Pinkes T-Shirt. Ja, tatsächlich. Minus 1% Sichtbarkeitsreduktion. Die Klamotten, die ich trage, kann ich also auch herstellen. Das ist ja irgendwie seltsam. Ich meine so, ich könnte die Klamotten, die ich jetzt gerade habe, nicht herstellen. An der Nähmaschine. Ei, was haben wir denn da? Die alte Betan, eine Schrotflinte. Jetzt wird's endlich interessant hier.
neben der alten Bethan gefundene Nachricht. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest. Du bist als Kind immer hierher gekommen, auch wenn Johnny versucht hat, sich wegzuschleichen. Ich sage es noch einmal, sei vorsichtig, geh direkt nach Stenghagen. Hager, Stenghager. Soll ich jetzt wirklich direkt nach Stenghager gehen? Ich habe ja auch die Nebenmission mit der Adresse des Jägers. Da könnte ich ein Jagdgewehr finden halt. Ich meine, jetzt bin ich eigentlich mit der alten Bertha hier ganz glücklich, aber ich habe halt nur 2 Schuss für die alte Bertha. Ich muss mal gucken, was die alte Bertha für Munition braucht, wollte ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob ich die vielleicht in der Lagerkiste habe. Die alte Bertha schießt mit Pump Action. Naja, die erkenne ich, glaube ich, vom Aussehen her, wenn ich sie sehe. Und so welche habe ich, glaube ich, leider nicht. Schade. Na gut, alte Bertha. Die 2 Schüsse müssen reichen. Oh, ich kann Emojis machen. Da lang! Ein Lastwagen. Oh, was ist denn das da noch? Ein Fahrzeug. Oh, ah. Ich habe mir schon gedacht, ich kann Fahrzeuge bauen. What the fuck? Aber anscheinend kann ich vor allem Räder bauen. Ein blaues Fahrrad bauen wir mal. Yeah. Nice. Cool. Somit bin ich unbesiegbar geworden. Das Fahrverhalten von dem Fahrrad ist komisch. Die Kurvenlage ist wirklich furchtbar. Aber gut, wie steige ich denn wieder ab von dem Ding? Ah ja, auf X, gut. Eine Schaufel, die ich nicht nehmen kann, schade. Cool, jetzt haben wir unser eigenes Fahrrad. Das finde ich schon cool irgendwie. Schau mal, die tägliche Trompetenlieferung wäre gerade gekommen. Ach, das ist das Posthorn. Okay. Schade, mir wäre jetzt ein Lastwagen voller Trompeten lieber gewesen. Kann ich jetzt irgendwie die Waffen wechseln? Ich meine, irgendwie muss... Ah! Ach, das ist gar nicht blöd. Man kann auf im Grunde 3 Waffen gleichzeitig ausrüsten. Und zwar auf Y einfach durchschalten oder 2-mal schnell Y noch für die andere Waffe. Das ist ein nicht blödes Schnellwaffenwahlsystem. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das finde ich ganz gut. Man hat bestimmt begrenztes Inventar, oder? Ich hasse es jetzt schon. Gelbe Handschuhe. Aber haben die jetzt irgendeine Funktion? Ich glaube nicht. Schade, dass man die nicht gleich ausrüsten kann, wenn man sie findet. Das wäre cool. Handschuhfach kann man nicht öffnen, oder? Nee, okay. Kofferraum. Oh, hallo. Sorry. Aber ich brauche deine Munition. So, jetzt ist halt die Frage. Radeln wir jetzt? Radeln wir schnell zur Nebenmission. Mit dem Fahrrad sind wir da in 0, nix, glaube ich. Auf geht's. Heute machen wir gleich eine Triple-Folge. Aber ich finde, die ersten Folgen dürfen immer ein bisschen länger sein.
Also ich finde, gerade am Anfang macht das Sinn, oder? Dass so eine Folge eine Triple- oder Doppelfolge oder sowas gleich mal ist. Es ist halt kein Mountainbike, was ich hier habe. Das merke ich schon. Ich werde ganz schön durchgeschüttelt. Aber es funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mit meinem Radl über irgendwelche Maschinen stolper. Hier im Wald kann man die gar nicht so leicht ausmachen. Ich hoffe, man kann das Rad pimpen. Ich hätte gern ein richtig cooles Bonanza-Rad mit... So, wie nennt man die Pinetten? Nee. So Lederstreifen und so Sachen. An der Lenkstange. Und coole Speichen. Können wir da durchradeln? Ja, das ist aber schon ein ganz schön krasses Rad, das wir hier haben. Macht das mal mit eurem privaten Fahrrad zu Hause. Nein, don't try this at home. Ist keine gute Idee. Aber das würde nicht so gut funktionieren, glaube ich, in Wirklichkeit. Oh, ach, jetzt stecken wir fest. Das geht dann doch zu weit. Ne, doch irgendwie Matsch und hohes Gras und Wasser, das ist alles okay. Aber ein leicht steiler Stein, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Das ist unrealistisch. Irgendwie ist die Fahrphysik, glaube ich, echt einfach kaputt. Nicht Söldner kaputt, aber schon auch irgendwie sehr kaputt. Fühlt sich total weird an, hier mit dem Rad zu fahren. Komm, kannst du das Rad nicht einfach hochschieben, bitte? Nein, anscheinend nicht. Okay, mit dem Rad bergauf fahren ist echt schwer in dem Spiel. Schauen wir mal, ob wir um den Feld rumradeln können. Ich hoffe, ich komme wieder irgendwo auf die Straße damit. Ne, das stelle ich mir im Multiplayer schon cool vor, wenn man dann mit drei Freunden gemeinsam, jeder auf seinem eigens, ich weiß ja nicht, ob man die Räder pimpen kann, aber wenn, jeder auf seinem selbst gepimpten Bonanza-Rad radelt man durch das postapokalyptische Schweden. Das ist schon im 80er-Jahres-Stil, einer mehr 80er als der andere. Das hat was, das gefällt mir. Maschinen. Okay, den kleinen Krabbenbot haben wir. Kampf gewonnen! Ja, war das eh der einzige? Oh, eine Rückwärtskappe. Nice. Oh, good boy. Dogo. Ich hoffe, die Maschinen greifen keine Tiere an. Weil sonst haben wir ein Problem. Dann wird's persönlich. Aha, ein Jagdgewehr. Da können wir jetzt auch wahrscheinlich, schätze ich mal, eventuell mit ein bisschen Glück irgendwie... Ach, das hat auch eine 2-Kronen-Wertung, weil das super viel Schaden macht. Noch mehr als die Schrotflinte. Das Ding da drauf bauen irgendwie, oder? Eventuell vielleicht, wenn dann... Weiß ich leider nicht wie... Genau, aber jetzt kann ich zwischen Schrotflinte und Gewehr hin und her schalten und mit zweimal schnell die Pistole in die Hand nehmen. Das ist wirklich kein blödes System. Gefällt mir ganz gut. Aber jetzt für innen und weil wir keine Munition haben, bleibe ich mal bei der Schrottflinte. Sind eigentlich alle Häuser gleich? In dem Haus waren wir doch schon mal. Naja, nicht ganz, nicht ganz. Jetzt kriegen wir noch ein Visier. Wie viel Zielfernrohre brauche ich denn? Oh, das ist aber... Hallo, Spindi. Die kann doch nicht ihren... Also, habt ihr das gesehen? So würde ich nicht baden. Don't try this at home. Don't try this at home. Es ist sehr gefährlich.
Munition. Munition. Der Jäger abgeschlossen. Level 2. Ich finde, jedes Spiel sollte so einen Level-Up-Jingle haben. Das hat mir jetzt gerade hier gefehlt, dass es dann nur so dudong macht. Sehr schade. Ich hätte lieber ein übertrieben bescheuertes. Du bist jetzt Level 2. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Du bist super cool. Such dir eine Fähigkeit aus. So ungefähr stelle ich mir das vor. Das ist ein gutes Level-Up. Außerdem kommt eine Druckwelle, die vom Charakter ausgeht und alle Gegner im Umkreis sterben sofort. Das ist ein Level-Up. So macht man Level-Up. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier lernen. Visiertempo, Nachladetempo. Das ist wirklich alles langweilig. Schauen wir mal, wo die hinführen. Das ist eine gute Idee. Die letzten Skills, um die geht's doch eigentlich. Wenn die Scharfschützen-Spezialisierung aktiviert ist, ist dein Waffenschwanken bei jeder Waffe vollständig eliminiert. Schadenswiderstand um 25% erhöht. Okay, ich weiß nicht, was Kommandeur, was Funkgeräte machen, aber dann kann ich sie 6-mal anwenden. Ach so, wenn ein Spieler dein eingesetztes Funkgerät als Respawn oder Schnellreise verwendet wird. Ach ja, da kann man schnell reisen. Ja, das klingt alles langweilig, finde ich. Hacker. Ferngesteuerte Hacken, die Gegner dazu, andere Gegner anzugreifen. Das gefällt mir. Unbeschädigte Tick-Kapseln von Gegnern sammeln und mit ihnen Ticks freisetzen, die Gegner angreifen. Das gefällt mir schon eher. Ich glaube, der Technikerbaum ist mein Baum. Mehr Informationen. Giftresistenz. Oh, Türen mit Dietrichen zu öffnen. Ja, das ist wichtig. Mehr Erfahrungspunkte meinetwegen. Vergrößert den an Gegnern kompostierten Schaden. Erhöht Munitionsmenge. Okay, bis zu 50% beschäftigt. EMP-Wirkung. Gegner zu hacken. Erlaubt das Fernsteuern, Hacken von Gegnern mit deinem Fern... Okay, der Baum hier. Die beiden eigentlich, aber mit dem Baum hier fange ich an. Also mehr Informationen, wenn ich Gegner durchs Fernglas beobachte. Das kaufe ich jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Das sollten wir mal machen. Sollten wir mal testen, Gegner mit dem Fernglas beobachten. Naja, ist eine Aufgabe fürs nächste Mal. Jetzt kann ich hier nicht pausieren, oder? Das nervt mich. Ich hoffe, hier ist Pause. Aber wahrscheinlich nicht. Naja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt haben wir heute eine Triple-Folge gemacht, ne? Das heißt dementsprechend, dass es dann erst übermorgen wieder weitergeht. Mit einer normalen Folge dann, wahrscheinlich. Irgendwie, ne, es ist halt manchmal, wenn ich gerade so im Flow bin und das gerade Spaß macht oder ich die Zeit übersehe, dann mache ich schon mal Doppelfolgen. Ich finde das ganz gut, dass ich mir das so rausnehme und nicht immer strikt in diesem 20-Minuten-Korsett bin. Und dann dafür fällt halt am nächsten Tag die Folge aus quasi. So machen wir das in Zukunft, ab und zu mal. Also gut, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ciao.